Ich zeige euch nun, wie ihr diese Pappkugelschreiber mit Mirajoli verschönern könnt. Ich habe hier schon ein paar vorbereitet, die sind teilweise schon 3 oder 4 Jahre alt. Ich zeige sie etwas höher, ich hoffe, dass ihr das dann besser sehen könnt. Einmal mit Sternchen, einmal mit Blümchen, auch hier nochmal mit Blümchen, aber mit Anhänger gearbeitet, mit einem Schmetterling, mit Steinchen drin. Oder auch so wie hier mit Federn, oben noch eine Feder mit dran. Das sind alles nur ein paar Beispiele, was ihr alles mit Mirajoli und den Kugelschreibern machen könnt. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man so einen Kugelschreiber fertig macht. Das heißt, ich zeige euch, wie man die Pappe, die Papphülse einmal ummantelt und dann auch diese schnellen Blümchen draufsetzen kann. Ich werde jetzt gleich das alles fertig machen. Zwischendurch wird mein Video im Schnelldurchlauf zu sehen sein, damit das für euch nicht ganz so lange wird. Wichtig ist, das Mirajoli kommt in solchen Verpackungen, da sind sie staubgeschützt und sie härten euch nicht aus. Egal, ob ihr das jetzt auch offen stehen lasst oder nicht, es härtet euch nicht aus. Ja, dann würde ich sagen, fange ich jetzt an. Und der Rest oder den Rest seht ihr dann jetzt im Schnelldurchlauf. Jetzt nehme ich mir mein Klingenset zu Hilfe. Wir haben einmal eine feste Klinge, damit könnt ihr schön immer Mirajoli abtrennen. Und wir haben eine flexible Klinge, damit könnt ihr zum Beispiel wunderbar unter das Mirajoli gehen und das von der Unterlage lösen. Ich habe mir hier noch 4 weitere Blümchen gemacht. Auch hier einmal wieder runterdrücken. Jetzt schaut es noch so aus. Da könnt ihr noch mehr runterdrücken. Immer schön vorsichtig. So gefällt es mir besser. Könnt ihr das so sehen? Ich muss eben gucken, in welche Richtung ich machen muss. Das ist also ein bisschen spiegelverkehrt. Jetzt könnt ihr mit der flexiblen Klinge einmal drunter greifen, damit ihr es auch gut ablösen könnt. So kann der Kugelschreiber nun ohne die Mine, die haben wir immer noch zur Seite legen, in den Backofen. Und zwar bei ca. 120 Grad, maximal 130 Grad, ca. 30 Minuten. Ich persönlich mache solche Sachen immer nur auf 100 Grad, auf Umluft. Und auch so 20 bis 30 Minuten. Je dicker eure Modelle sind oder Modelliersachen, die ihr gemacht habt, umso länger ist auch die Trockenzeit im Ofen. Ich habe ja jetzt hier noch weiteres Mirajoli liegen. Das kann ich jetzt einfach so nehmen und wieder in die Verpackung reinsetzen oder reinlegen und kann es beim nächsten Mal weiter benutzen. Mein Kugelschreiber ist nun fertig aus dem Ofen. So schaut er jetzt aus. Ich komme mal etwas höher zu euch. Schön mit Blümchenmotiv, passend zum Frühling. Eine Seite haben wir verschlossen und andere Seite stecken wir jetzt einfach die Hülse wieder ein. Und jetzt könnt ihr einfach drauf losschreiben. Und habt immer einen individuellen Kugelschreiber, wo ihr immer gleich erkennt, der hat mir den weggenommen, das ist meiner. Oder einfach auch als Geschenk für jemanden, die kommen immer ganz gut an. Sie sind persönlich, sind schnell gemacht und probiert es aus.